Okay. Ach, es tut mir leid, Drax. Ich dachte, die Bezahlung unserer Strafe würde uns helfen, aber es hat alles nur noch komplizierter gemacht. Entschuldige dich nicht, Peter Quill. Unsere Begegnung mit Ist dem das Novator hat mir Babygeräusch noch? Klarheit verschafft. Wir müssen diese Sache untersuchen und bekämpfen. Oh, wow, Drax. Wir bekämpfen das Novacore nicht, wenn möglich. Ist das doch Lama? Wir überlassen das Ganze einfach Cosmo. Die Soldaten, denen wir begegnet sind, haben sich nicht wie Novacore-Officers verhalten. Und diese Priester in Roben, das war alles sehr verstörend. Ja. Ach, das ist das Lama, was der da macht. Ich muss den Kopf freikriegen. Dieses Buch ist keine Hilfe. Falls du eine Empfehlung brauchst, ich habe gerade die Abschlussanalyse des World Minds über ineffektive Taktiken bei Planetenschlachten im Galaktischen Krieg ausgelesen. Welcher Teil davon soll mir den Kopf freiräumen? Wo sind die Koordinaten? In deiner Konsole. Alles klar. Aber erstmal. Du würdest doch die Vorfälle auf dem Rock als Meuterei bezeichnen, richtig? Attentäterin! Ganz ruhig, ich gehe nur ins Bad. Ich bin nicht unruhig. Aber du hast mich angesehen, bin ich als aber solltest du gerade. mich erstechen. Entschuldigung, ich habe schon gehört, dass ich ein wütendes Grübelgesicht habe. Hat Rocket das gesagt? Nein, das war Hoveth, meine verstorbene Frau. Oh, sorry. Sie hat mir zu meinem finsteren Grübelblick immer Komplimente gemacht. Er hat sie sehr erregt. Okay, ich muss dann mal weg. Gamora? Nee, nicht du auch noch. Leute, noch die Finger von meiner Zahnbürste! Zahnbürste schon wieder. Zahnbürste? Ich dachte, das wäre eine Nagelbürste. Es ist eine Zahnbürste zum Zähneputzen! Du nimmst meine Nagelbürste in den Mund? Gamora! Okay, braucht eine Zahnbürste. Wirklich etwas an diesem Team läge, würde er nicht umkippen, sobald eine Ex-Freundin den Raum betritt. Ich bin gut. Hey, Leute! Was ist los? Gar nichts ist los, Quill. Überhaupt nichts. Stimmt was nicht mit Groot? Nein, er geht sich nur entlauben, jahreszeitmäßig. Ach komm, du verscheißerst mich doch. Ihr habt irgendwas vor. Was wir machen, geht dich überhaupt nichts an. Lass uns in Ruhe, Quill. Aha. Rocket? Flag dich, Quill! Na kommt schon, Jungs. Ich bin Groot. Groot sagt, du sollst gehen. Lass uns doch darüber reden. Lass uns in Ruhe. Groot, bring ihn zur Vernunft. Groot will nicht mit dir reden. Rocket. Herr von Segel. Groot? Leute. Rocket. Groot? Leute! Okay, das wird nichts mehr. Vielleicht ist dieses Lama-Ding doch gar nicht so schlecht. Und die Zephron-Krankheit scheint es auch nicht zu haben. Wir sollten der Bestie einen Namen geben. Warum? Wir haben doch nur ein Exemplar. Ihre Sturheit und ihr angenehmes Gemüt erinnern mich an meine Tochter Chimeria. Du willst diese Kreatur nach deiner toten Tochter benennen? Ich ziehe es in Erwägung. Es ist ein bisschen gruselig, aber ich finde Cammy besser, als immer nur Lama zu sagen. Dann Ach, jetzt ist er auf einmal wieder da. Genauer Schuss. Können wir das? Ach so, das hier. Alles erledigt. Und Flak auf dich. Friss Mist! Mit den Teilen, die du hast, kann ich... Ich wünschte, du wärst an uns ebenso interessiert wie an deinen Gadgets. Kühlschrank. Irgendwie haben wir das Team verkrault. Eines Tages finden wir das richtige Sprachpaket. Ich bin zweifellos.
So, Timo ran am Boden. Enemies announced. Und unvorbereitet. Auf geht's. Nowhere, wir kommen. Geht's. Blut und Rockets. Aber nicht. Nowhere. Letzter Raumhafen am Rand des bekannten Universums und Heimat des besten Schwarzmarktes, den es gibt. Und die Nudeln sind überraschend gut. Welcher Typ hat das wohl entdeckt und gesagt, geil, der abgetrennte Kopf eines Himmelsriesen, da bohren wir Löcher rein und wohnen drin. Sie waren scharf auf die Gehirnmasse. Sehr selten, sehr wertvoll. Der Markt kam später, zusammen mit den Nudeln. Ist dieser Cosmo wirklich vertrauenswürdig, Peter Quill? Natürlich, er ist Sicherheitschef. In Nowhere. Und hat von daher bestimmt ständig mit dem Nova Corps zu tun. Glaubt mir, das mit dem Rock wird ihn interessieren. Bleiben die da hinten? Unfug höchstwahrscheinlich. Bis dann, ihr Flakbeutel! Aha. Sind Rocket und Groot... Sind sie wirklich gegangen? Ja. Sieht so aus. Wissen wir, wo sie hin sind? Du bist der Letzte, der mit ihnen geredet hat. Ja, Rocket wirkte angefressen. Versuch dich zu benehmen, während wir weg sind. Wenn wir zurück sind, frage ich Groot, ob er dich badet. Du hattest wohl recht. Anscheinend konnten wir ihnen wirklich nicht vertrauen. Ich baue immer noch drauf, dass der Baum den Nager zur Vernunft bringt. Wenigstens bist du noch hier. Ich will doch nicht dein Treffen mit Cosmo versäumen. Okay, wir reden jedenfalls mit Cosmo und dann gehen wir aus und haben eine gute Zeit. Es wird alles schief laufen. Denkst du, Cosmo wird uns tatsächlich glauben? Wie gesagt, wir kennen uns schon lange. Außerdem hat er bestimmt schon von den Vorfällen gehört. Wir bestätigen lediglich das Gerücht. Vielleicht gibt es uns sogar eine Belohnung. Na, sowas von wird das in die Hose gehen. Da bin ich zuversichtlich. Und bei den Guardians. Ich vermute, der Nager und sein Baumgefährte sind irgendwo am Trinken. Was ist mit Rocket und Groot? Was soll mit ihnen sein? Sie sind gegangen. Was soll ich tun, ihnen nachgehen und sie anflehen, zurückzukommen? Du könntest dich entschuldigen. Das ist dein Rat? Die Entschuldigung müsste nicht aufrichtig sein. Welchen Sinn hätte sie dann? Sie demonstriert die Bereitschaft zum Kompromiss. Entschuldigen? Bei ihm? Auf keinen Fall! Wenn, dann müsste er sich bei mir entschuldigen. Wir wollten dieses Team gemeinsam aufbauen. Und er haut einfach ab, wenn die Sache... Wenn es nicht, suchen wir einfach nach Cosmo. Falls Rocket nicht zurückkommt, brauchen wir einen Notfallplan, um den Nova-Tracker loszuwerden. Warum? Wir haben unseren unrechtmäßigen Gewinn noch nicht ausgegeben. Wir könnten immer noch die Strafe bezahlen. Dafür müssten wir bis ganz nach New Xander fliegen. Was? Wie finden wir diesen Cosmo? Wir gehen zu seinem Turm auf der anderen Seite des Marktes. Von dort behält er alles im Auge. Aha. Hey, ich muss mit Cosmo reden. Ist er in seinem Turm? Vermutlich. Kennst du den Weg? Geh direkt durch den Markt, nicht zu verfehlen. Na dann, auf geht's. Im wahrsten Sinne. Oder halt hinab. Ich freue mich auf Cosmo. Hab den alten Kerl irgendwie vermisst. Woher genau kennst du ihn? War er auch ein Gefangener der Chitauri? Nein, wir haben uns hier getroffen, als ich bei den Ravagers war. Ehrlose Mörder und Diebe. Die Ravagers haben im Krieg auch Gutes getan.
Selbst der räudigste Köter benimmt sich, wenn es ihm nützt. Wie auch immer, Cosmo hat einen Plan von mir und Yondu erschnüffelt. Er hat gedroht, uns beide ins Gefängnis zu werfen. Ich habe gehört, dass er alle an der kurzen Leine hält. Das stimmt. Aber weil wir beide von der Erde stammen, hat er mir eine zweite Chance gegeben. Behaltet eure Sachen im Auge. Diese Irren sind ziemlich zutraulich, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gab Leute, die behauptet haben, in die Zukunft sehen zu können. Ich bin ihnen schon oft... Muss das sein? Ich fühle mich unwohl dabei. Deine Planetenchakren sind nicht im Einklang. Planetenchakren? Es heißt, wer die Zukunft kennt, verfällt dem Wahnsinn. Ich habe mir mal die Zukunft vorhersagen lassen. Die Wahrsager auf Keteth konnten seinen Untergang nicht vorhersagen. Niemand konnte vorhersagen, was Thanos tun würde. Der war... Seine Adoptivtochter, und du glaubst das? Ich hab's... ich kenne dich. Ein Freund von Londo, hab ich recht. Mit Steuerbord, oder? Hat mein Elixier dein kleines Problem gelöst? Was? Ich hab noch nie ein Elixier gebraucht. Alter. Oh, Mantis. Mantis, was machst du? Hast du immer noch Selbstmordgedanken? Was? Nein. Und du dachtest, ein Team wäre schlecht für dich. Hi. Sunlord, stimmt's? Oder war's Rockstar? Es heißt Starlord. Genau, ich weiß nie, welche Version ich von dir kenne. Ist die Sache schon erledigt? Von was für einer Sache redet sie denn da? Sache? Keine Ahnung. Hi, ich weiß nicht, ob wir uns kennen. Ich bin... Oh nein. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht. Oh, du Armer. Nein, er lügt. Ich meine... Oh, Clark. Wo die Gotati wurzeln, werden gebrochene Heimatversprechen geheilt. Denk immer daran. Mantis, alles gut? Oh, hey, Gamora. Sie ist irgendwie creepy, aber auch. Danke. Süß. Keine Sorge, das erste Mal ist immer komisch. Himmlische Madonna! Flark. Hi, Leute. Du solltest nicht an diesem Ort sein. Aber ich bin genau da, wo ich sein muss. Glaub ich. Nein. Ja, an diesem Ort muss ich sein, oder musste ich sein? Müsste ich sein, ja. Moment, was macht ihr hier? Ihr könnt die Zuflucht nicht ständig verlassen. Es ist unsicher, es rumort in der Galaxie. Wann rumort es in der Galaxie mal nicht? Okay, wenn du weiterhin so ein Gesicht ziehst. War schön, dich wiederzusehen, Gamora. Star-Typ? Fieser Grüner? Okay, bye. Okay, Gamora. Du und Mantis scheint euch nahe zu stehen. Ja. Wir kennen uns. Okay. Du weichst aus, Frau. Moment. Frau? Das ist der netteste Name, den du mir je gegeben hast. Man kann in dir lesen wie in einem offenen Buch. Gebunden oder Taschenbuch? Ich meine nur, Mantis hat da einiges erwähnt. Mantis erwähnt viele Dinge. Sie ergeben nicht immer Sinn. Glotz mich nicht so an. Frau war merkwürdig. Ich verstehe dein Zögern über sie. Alles klar. Mantis ist seltsam, aber sie meint es gut. Zumindest glaube ich das. Es ist ein Wunder, dass dieser Kopf noch nicht in sich zusammengefallen ist. Ach, dieser Kopf, in dem wir uns gründen. Was war sein Problem? Bist du okay, Drax? Oh. Ist das ein Ja, ich bin okay, Grummeln? Ich will nicht darüber sprechen. Das ist gut. Hey, Mann! Hi, Groot! Rocket, du kannst mich nicht einfach ignorieren! Wir müssen darüber reden! Ach, gut.
Noch mehr Goods. Aha, wir sollen sie also wieder hierher bringen. Nicht unbedingt. Sobald ihr das Ziel habt, übernehmen wir den Transport. Ja, klingt gut. Wir melden uns dann. Hauen wir ab, Groot. Gehen auf eigene Mission oder was? Hey, was soll das werden, Mann? Kann es sein, dass du mich mit irgendjemandem verwechselst, Kumpel? Ach, jetzt komm schon, Rocket, lass uns darüber reden. Der Typ hat echt Nerven, hm? Du kannst nicht einfach hinschmeißen. Wir brauchen dich. Ist ja schön, aber ich brauch euch nicht. Such dir einen anderen folgsamen Idioten, der dein Schiff zusammenflickt. Du bist mehr als ein... Diesen blonden Fischmopf erkenne ich unter Tausenden. Peter Quill. Vielleicht wird's ganz witzig, wenn wir doch noch etwas bleiben. Letztens habe ich dich gesehen, da bist du von Malilia abgehauen. Mit deiner Hose auf einem Mast. Mach dich bereit zum Kampf. Ich bin immer bereit. Was zum... Keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich dachte, wir wären Freunde, Peter. Ja. Oder hast du mich schon vergessen? Die Wahrheit sagen, Gamora abgeben, Erinnerungen vortäuschen, erstarren und nichts sagen. Was? Was? Nein, nein! Wie könnte so ein Gesicht vergessen? Das ist echt krass. Das ist übel. Das ist total übel. Hey, so du und ich. Star. Was läuft hier eigentlich? Peter, wovon redet er bitte? Das ist ein Song. Richtig? Ach, echt? Ja, natürlich ein Song. Bei dieser Hymne schworen Peter und ich unseren unzerstörbaren Bluteid. Warum ist das so? Unzerstörbarer Bluteid ist eine ernste Verpflichtung, Peter Quill. Okay. Nein, warte, natürlich. Ich erinnere mich. Also du, ich, die Musik. Ich sag dir was, Peter. Wie wär's du und ich? Stormriders zusammen! Einmal wie früher. Jetzt geht's ab! Du willst, dass ich singe? Jetzt kein Plan. Together till the end, gonna finish the fight. Cause the storm gonna rage till the end of the night. Come to Peter, to tell it. Roaring like a hurricane. Ride the storm. Barkeeper, kriege ich einen Cocktailspieß? Ich muss meine Ohren abmurksen. Komm schon, Mann. Was denn? Komm, wir singen die nächste Zeile. Weiter! Großartig. Together till the end, now we look to the sky. Lightning strikes twice, now it's our time to fly. Sing mit mir, Peter. Driving through the pouring rain. Storm Rider! Oh Gott, ist das peinlich. Ja, du hast noch drauf, Peter. Ach, komm her. Was für ein Flag. Hauen wir ab, Groot. Dass die Freundschaft mit Lipless geredet wird. Wo du dich nicht dran erinnerst. Gute Zeiten! ja. Bist du jetzt der Boss der Ravagers?
Das heißt, Yondu wurde im Kiln eingebuchtet. Was, ich meinst du? Nein, nein, ich habe jetzt eine neue Crew. Und du? Machst du noch das, was du so machst? Nein, Sir. Nova Corps hat meinen Partner auf Malilia geschnappt. Aber das ist okay. Ich habe eine neue Geschäftspartnerin. Sie kennt sich mit Viehzucht aus. Sozusagen. Oh. Nur blöd, dass sich das mit dem Züchten erledigt hat, wenn sie mit den Viechern durch ist. Ich hab so eine Vermutung. Tja, da fällt mir ein, ich muss leider los. Wirklich? Mann. Das ist schade. Echt unglaublich schade. Okay, hör zu, Peter. Ich entschuldige, dass ich dich beinahe erschossen hätte. Du hättest mich doch nicht echt erschossen. Oh, absolut. Voll in den Kopf. Aber so behandelt man natürlich keinen Stormrider, stimmt's? Dafür habe ich was anderes für dich. Und zwar das hier. Was ist das? Ein Ticket für das Collectors Emporium. Ich hab's gekauft, weil ich dachte, mir die Exponate anzusehen. Wow, danke, Mann. Das ist Hammer. Hey, dafür nicht. Und denk dran. Ride the storm. Storm ride. Ja. Okay. Bis dann. Sehr schön, Peter. Hätte schlimmer sein können. Wo ist gut? Wo ist Rocket? Er hat sich verabschiedet, als es klar war, dass du das hier überlebst. Na toll. Nicht so viel dazu. Weiteres Schriftstück. Jetzt hängen viel mehr Geister hier ab. Etwas lässt sie zurückkommen. Ich habe schon viele verrückte Sachen gesehen, aber Geister? Das bezweifle ich. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich bin nur eine Illusion. Ein Geist. Ich bin nicht wirklich hier. Hätte ich nicht gemerkt. Nein, ich siehst du total echt aus. Okay, da können wir nicht durch. Dann trink bitte. Was trinkst du da? Das ist mir etwas zu zynisch. Hier geht aufs Haus. Wirklich? Danke. Das ist das Mindeste. Hättest du ihn nicht beruhigt, hätte ich zumachen und das Bioschutzteam rufen müssen, damit es dein Gehirn überall abkratzt. Klar. Tja, dann danke. Nicht der Rede wert. Aha, kann ich noch einen haben? Ich hab das Gefühl, mir steckt das im Hals. Brauchst du was zum Runterspülen? Jetzt, wo du sagst, ich könnte schon was vertragen. Was gibt's hier Gutes? Geldos geben. Alles, was man kriegt. Gut, das nehme ich. Was gibt's Neues? Wenn die mehr als die Strafe. Erzählt man sich so. Hast du das von Zeknaf 9 gehört? Jemand ist in die Festung der Monsterkönigin eingedrungen. Was? Und hat sie komplett ausgeraubt. Was du nicht sagst. Es heißt, sie hat ein ziemlich großzügiges Kopfgeld auf die Diebe ausgesetzt. Ich geh mal lieber. Besser ist. Na komm, Gamora, Rex. Die zwei, die mir noch geblieben sind.
Ich muss gehen. Stimmt was die nicht? Eine, die mir noch das geht sich nichts an, Peter Quill. Wartet nicht auf mich. Was war das denn wieder? Drax! Pass doch auf, Star-Lord! Pass selbst auf, dämlicher roter Typ! Ist das zu fassen? Okay, wir sind auf Wurzeln eingestellt. Fantastisch. Dann muss ich wohl allein mit Cosmo reden. Ein paar Teile. Wissen tun doch. Was hat es mit diesem Stachel auf sich? Briten von Malcolm Murphy. Ob sie wohl eine kleinere Version davon in irgendeinem Souvenirshop verkaufen? Okay, wo müssen wir jetzt lang? Keine Ahnung. Du hast eine gute Nase. Alles, was ich rieche, ist Gehör. Tag auch, Captain. Genug im Mikro gelesen? Einmal auf das Glück setzen oder ist es Können? Es ist einfach. Kugel finden, Preis gewinnen. Wie wär's? Das ist aber keins von den Spielen, wo man gar keine Chance hat zu gewinnen, oder? Captain. So läuft das Geschäft, Captain. Der Wuffi hält die Promenade sauber von Schwindel, Schiebung, Tricks und Betrug. Ja, Sir. Ich kann also gewinnen? Vorschlag, Captain. Eine freundliche Runde mit geringem Einsatz, um zu zeigen, dass ich es ehrlich meine. Wie wär's, Captain? Wie wär's? Natürlich. Okay, ich bin dabei. Aber keine Tricks, verstanden? Ich doch nicht, Captain. Mein Spiel ist ehrlich und integer. Siehst du, die Kugel ist in diesem Becher. Und jetzt behalte ihn im Auge, wenn er sich bewegt. Okay. Der mittlere. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Hut ab, Captain! Wir haben einen Gewinner! Glückwunsch! Du hast zwei scharfe Adleräuglein. Hier ist dein Gewinn! Siehst du? Mein Spiel ist immer ehrlich und offen. Glücksspiel heißt, du hast immer die Chance auf das Glück zu gewinnen. Jetzt sollten wir gehen. Gut erkannt, Captain. Wollen wir nochmal spielen und den Einsatz ein bisschen erhöhen? Nein. Nein, lieber nicht. Heute ist nicht mein Glückstag. Mein Team, meine Freunde, das die sind... Das tut mir leid, Captain. Da kann ich dir nicht helfen, aber ich kann für etwas Ablenkung sorgen. Ja. Wir haben Gewinn gemacht, da sollten wir aufhören. Bevor wir Verlust machen. Ein neuer Text. Ich werde nicht erfahren. Habe ich mich wahrscheinlich schon längst. Explosiver Tank. Okay, schade. Wir können nicht schießen. Nur so tun. Gehen wir mal hier weiter. Du hast mich erwischt.
Oh. Na toll. Hey! Das wird langsam ein richtiger Misttag. Die 1000, die wir gerade bekommen haben, sind wieder weg. Vielleicht muntert mich so ein bunter Kitsch auf. Ich hol mir ein Andenken an den Tag, an dem mein Team mich im Stich gelassen hat. Das ist sogar echt cool. Und der Kauf hat mich echt aufgemuntert. Wir gehen mal das Geld los und haben dann nicht mehr. Das geht zum Strafe bezahlen.